Monika Hohlmeier, schönen guten Tag. Die EU hat ein Budget für 2014, zumindest noch nicht für die nächsten 7 Jahre, aber zumindest 2014. Ich möchte kurz was vorlesen. 2 Uhr nachts und wir sind nach wie vor im Rat. Die Verhandlungen zum Haushalt 2014 gehen in die entscheidende Runde. Informelle Gespräche auf dem Flur gehören ebenso dazu. Es gab noch ein Foto dazu auf Ihrer Facebook-Seite, habe ich heute Morgen gelesen. War es denn tatsächlich so kompliziert, dass Sie am Montag, den 11. November, die ganze Nacht gebraucht haben, um überhaupt nach einem Jahr Verhandlungen, muss man auch noch dazu sagen, ein Ergebnis zu finden? Können Sie ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern? Ja, es war natürlich tatsächlich etwas komplizierter, weil wir den Nachtragshaushalt den letzten des Jahres 2013 noch zu verhandeln hatten, weil natürlich im Jahr 2013, nachdem es das letzte Jahr der mehrjährigen Finanzperiode gewesen ist, es enorm knapp mit den finanziellen Mitteln ist und deshalb gewisse Unterschiede in den Schwerpunktsetzungen zwischen den Mitgliedstaaten und der europäischen Verhandlungsdelegation gegeben hat. Dann kommt dazu die ganzen Problemstellungen des Jahres 2014 und darüber hinausgehend natürlich letztendlich die letzte Vorbereitung für den mehrjährigen Finanzrahmen. Es war einfach schlichtweg kompliziert und nachdem dann bei den Verhandlungsrunden, man kann sich das auch gut vorstellen, zuerst wird dann mit uns gesprochen und dann anschließend kehrt die Ratspräsidentschaft zurück zu den 28 Mitgliedstaaten und dann diskutieren die 28 erstmal und wir müssen dann immer erstmal warten und dann geht es 2 Stunden später geht es wieder weiter und dann geht man in die nächste Runde. Das ist also wirklich ein ganz spannender Prozess, der sich dann doch über weit als mehr als 14, 15 Stunden hingezogen hat. Also Schwerpunkte, 135,5 Milliarden werden es am Ende sein. Können Sie uns ein paar Beispiele geben, wo dieses zusätzliche Geld, sprich 500 Millionen gibt es zusätzlich. Wo geht dieses zusätzliche Geld hin? Was sind die Schwerpunkte? Also wesentliche Schwerpunkte sind im Besonderen die Bereiche von Wissenschaft und Forschung. Schwerpunkte sind auch alle Bereiche, die mit Humanitarian Aid, Palästina und Ähnlichem zu tun haben. Und Schwerpunkte waren für das Parlament auch bestimmte Agenturen, die ansonsten ihrem Arbeitsauftrag, zum Beispiel Überwachung der Finanzmärkte oder auch notwendige Maßnahmen von Seiten von Europol oder von der Asylunterstützungsbüro, sie hätten einfach die Anforderungen nicht erfüllen können. Die Grenzschutzagentur bedurfte der Verstärkung. Die Situation in Lampedusa, Situation in Bulgarien ist zunehmend bekannt, sodass man schlicht und einfach, da wollten wir unsere Schwerpunkte durchsetzen und das ist gelungen. Wir haben zumindest zum ersten Mal als Parlament wirklich den Mitgliedstaaten etwas mehr Geld abbringen können und zwar nicht verteilt nur auf irgendwelche im Gießkannenprinzip, jeder bekommt etwas, sondern wirklich für Schwerpunktsetzungen. 2014 war schwierig, man hat schon gesehen, sogar für 2013, dieses Jahr gab es oder gibt es sogar Probleme, um bis ins Ende des Jahres zu kommen. 2014 heißt das heute, es gibt genügend Geld in der EU, um bis Dezember 2014 zu gelangen und zu sagen, wir brauchen da nicht nochmal die Mitgliedstaaten zu fragen, bitte bringt mehr Geld rein. Und wie sieht es für die Zukunft aus? Wie sieht es für die nächsten 7 Jahre der EU aus? Ist das ein erster Schritt, um dieses Budget dann endlich mal durchzukriegen? Also zunächst einmal ist es ein großer Erfolg für das Parlament gewesen, dass wir eine Nachtragshaushalte von über mehr als 11 Milliarden durchgesetzt haben. Dadurch konnten wir gewährleisten, dass alte Rechnungen für bereits getätigte Projekte geleistet werden und mit dem jetzigen Abschlusszahlungen können wir gewährleisten, dass zum Beispiel im besonderen Bereich der Forschung Projekte nicht warten müssen, sondern unterzeichnet werden können. Dass derzeit die Situation der Mitgliedstaaten nicht ganz einfach ist und untereinander zum Teil auch Streit herrscht, macht sich schon bemerkbar. Und dass der ein oder andere glaubt, dass je weniger Geld an Europa geht, desto besser sei das für die Mitgliedstaaten, das ist natürlich Unfug, denn die Europäische Union investiert schwerpunktmäßig. Das bedeutet in der Konsequenz, ich glaube, dass wir 2014 noch Diskussionen führen werden über Schwerpunktsetzungen zusätzlicher Art. Das wird nicht ganz einfach werden. Ich glaube nicht, dass wir in irgendeine Zahlungsunfähigkeit hineingeraten. Nur blockieren, ganz kurz noch zum Ende, ein Shutdown nach amerikanischem Muster gibt es nicht, dass man irgendwann mal sagt, ja,
jetzt passiert nichts mehr, wir haben kein Geld mehr. Ja, das ist eine ganz andere Situation in den Vereinigten Staaten von Amerika. Europa darf sich nicht verschulden. Das heißt, Europa ist überhaupt nicht verschuldet. Der europäische Haushalt muss immer ausgeglichen sein. Man darf höchstens mal Rechnungen von einem Jahr in das nächste mitnehmen am Ende des Jahres. Aber es ist nicht erlaubt, dass sich die Europäische Union verschuldet. Das heißt, wir sind eine schuldenfreie Europäische Union, währenddessen die Vereinigten Staaten von Amerika mehr Schulden haben als die größten Schulden innerhalb der Europäischen Union. Das heißt, Griechenland und Amerika haben so ungefähr einen ähnlichen Verschuldungsgrad. Allerdings hat Amerika eine deutlich größere Wirtschaftsleistung. Also Amerika sollte zunächst einmal auf sich selbst schauen, anstatt ständig Empfehlungen an die Europäische Union loszulassen. Und ich glaube mal, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.